Also, grüß Sie. Herzlich willkommen. Wie machen wir es heute? Gehen wir zu mir oder gehen wir zu Ihnen? Ich durfte ja schon ein paar Mal mitfahren. Ich dachte, ich hole Sie mal ab mit unserem neuen ID.Buzz. Am Freitag, dieses großer Tag mal wieder, Grillparty, Aufsichtsratssitzung. Aber Sie stehen nicht am Grill, sondern Sie sitzen auf dem Grill. Kritische Fragen, oder? Nee, sehe ich nicht so. Wir sind gut vorbereitet, Entscheidungen sind getroffen. Ich finde, Sie sehen mich sehr entspannt. Wir sind sehr gut unterwegs. Sie sagen, Software ist ein Kernstück, nicht mehr eine Zutat, sondern ein Kernstück der Wertschöpfung im Automobil. Ja, Software wird das Auto dramatisch verändern in den nächsten Jahren. Durch Software werden die Autos selbst fahren über weite Strecken. Und was ganz wichtig ist, wir werden die Software kontinuierlich weiterentwickeln. Sehen Sie hier schon, es ist jetzt die 3.0er, im Herbst kommt die 3.1er, das Fahrzeug entwickelt sich immer weiter. Das gibt es bisher im Automobilbereich noch kaum. Und zwar nicht nur in den Anzeige-Bedienfunktionen, sondern eben auch in der Fahrerassistenz. Die Fahrzeuge lernen über die Zeit. Und damit werden die Fähigkeiten über den Lebenszyklus auch immer besser. Und das muss man aufbauen, diese Fähigkeit. Der Aufsichtsrat hat das trotzdem am Freitag natürlich als Thema, weil er das bislang, die Ambition teilen alle, sozusagen die Execution, da hat es gehapert, McKinsey-Studie. Ja. Dies war jetzt kein Versetzungszeugnis, oder? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir die Diskussion jetzt haben, weil natürlich wir immer wieder auch nochmal neu orientieren müssen. Und es ist in der Tat so, dass wir umsteuern müssen. Wir hatten bisher, sind wir davon ausgegangen, dass wir in der nächsten Software-Generation schon praktisch konvergieren zwischen allen Software-Aktivitäten im Unternehmen, also Porsche, Audi, VW im Wesentlichen. Und das wird jetzt für die Fahrerassistenz erstmal für ein paar Jahre nicht so sein. Da werden wir parallel fahren. Also das eine System für alle hat nicht funktioniert. Genau, das hat funktioniert in Teilen. Also dort, wo wir in den ganzen Anzeigebedienkonzepten, in den Backends, in den Apps, da kriegen wir One Infotainment für alle, für den Gesamtkonzern. Aber in der Fahrerassistenz werden wir noch eine Zeit lang parallel fahren. Hat auch Vorteile, weil wir damit natürlich auch, wir haben zwei, glaube ich, sehr wettbewerbsfähige Teams da. Und in dem Feld, das so kritisch wird für die nächsten Jahre, ein Stück parallel zu fahren, ist vielleicht auch eine zusätzliche Sicherheit. Sagen Sie nochmal ein paar Zahlen. Wie groß ist das Investitionsvolumen für ein solches Unterfangen, jetzt ein Softwarehaus, ein eigenes Softwarehaus zu gründen und zu betreiben? Naja, wenn Sie das, wir geben im Jahr rund 2,5 Milliarden für Software aus. Das wird mehr werden. Und bis zum Ende des Jahrzehnts würde ich schon sagen 20 Milliarden. Mit Zukäufen, zusätzlichen Investitionen. Zweiter Kritikpunkt, auch im Aufsichtsrat, aber vor allem außerhalb, die hohe China-Abhängigkeit. Wobei ich dazu sagen muss, bislang galt das als das große Asset von Volkswagen, das starke China-Geschäft, haben alle immer gelobt, alle Bundeskanzler waren stolz. Ja. Jetzt hat sich das politisch gedreht, derselbe Sachverhalt wird als China-Abhängigkeit gesehen, von Ihnen auch? Ja, man kann dem, das hat zwei Seiten. Einerseits geht's weit über die Automobilindustrie hinaus. Und Deutschland insbesondere, aber auch Europa hat natürlich von dem Wachstum, das in China stattgefunden hat, in den letzten Jahren enorm profitiert. Hinsichtlich, wir haben dorthin geliefert, aber eben auch dort Erträge erwirtschaftet, die wir hier verteilt haben an Aktionäre, an die Mitarbeiter. Also China. Manche sagen ja, bei Volkswagen wurde in China das verdient, was in Wolfsburg an die Arbeitnehmer verteilt hat. Ja, das ist zum Teil auch sicherlich berechtigt. Wir haben sehr gut verdient und haben auch vor, weiterhin gut zu verdienen. Aber ein Großteil des, auch ich würde sagen, des gesamten Wohlstands in Deutschland, es wird unterschätzt, ist einfach durch das Wachstum Chinas in den letzten 10, 20 Jahren wirklich auch beschleunigt worden. Und da ist sehr viel Wohlstand geschaffen worden. Man hat jetzt natürlich eine hohe Abhängigkeit, wenn Sie so wollen, vom chinesischen Markt in unserem Wohlstand, geht auch weit über die Automobilindustrie hinaus, aber ist natürlich auch jetzt in einem Markt, der weiterhin großes Wachstumspotenzial verspricht, auch sehr gut aufgestellt, gilt für uns. Wir sind in China Marktführer, haben dort fast alle unsere Marken, haben großen Erfolg. Wir partizipieren am technologischen Wachstum in China, also an den Tech-Unternehmen in China, entwickeln auch zunehmend mehr vor Ort.
Und damit sehe ich auch keine fallende Bedeutung von Kindern, sondern eine eierne steigende. Weil wir glauben, dass sie als global tätiger Automobilhersteller ohne starke Position in China weltweit zu schwach sind. Und sie brauchen China als Wachstumsmotor, als Technologiemotor. Das gilt ja für die Amerikaner auch. Ne? Der Marktführer bei Elektrofahrzeugen in China ist Tesla. Und die GMs größter Markt außerhalb der USA ist China. Das gilt also für Amerika. Aber was sagen Sie denen in der Regierung, die jetzt das Decoupling letztlich von Donald Trump Ich halte das haben? Für gefährlich. Insbesondere natürlich für Europa, weil wir großen Wohlstand dort schöpfen. Aber auch die Amerikaner haben natürlich viel Geschäft in China. Und ich glaube nicht, dass man durch Decoupling langfristig für Amerika sich eine bessere Position versprechen kann. Man muss an dem Wachstum oder man sollte an dem Wachstum teilhaben, an der Technologie, an der Innovationskraft. China hat einfach sehr viele Ingenieure und viel Unternehmertum geschaffen in den letzten Jahren. Wenn man sich von dem abkoppelt, hielt ich es für Europa wäre es wirklich schlecht, aber auch für die USA wahrscheinlich der falsche Weg. Was ist mit Ihrem Werk in dem Gebiet, in dem die verfolgte Minderheit der islamisch geprägten Migranten lebt und nach allem, was wir heute wissen, dort Lager unterhalten werden, Zwangsarbeit und Ähnliches in diesem Gebiet. Unterhalten Sie ein Werk? Sie sagen, keine Zwangsarbeiter gibt es bei Ihnen? Nee. Ich halte es auch für richtig, dass wir das Werk dort betreiben. Das Werk wurde 2012 dort gegründet. Es wird immer versichert, dass wir dort keine Zwangsarbeit natürlich einsetzen. Fahren Sie selber mal hin und gucken sich das an. Ja, ich wollte natürlich jetzt schon lange dorthin fahren. Wir hatten auch mal geplant, mit einem Elektrofahrzeug von Wolfsburg nach Peking über Urumqi zu fahren. Das ist leider durch Covid dann hat es nicht funktioniert. Also wann fahren Sie hier diesen? Ja, sobald sich China öffnet. Ich hoffe im nächsten Jahr, früh im nächsten Jahr. USA, Sie hatten das ja schon angesprochen. Sie sagen, da gibt es Fortschritte. Ich weiß, von 2-4% Marktanteil ist natürlich eine Verdopplung. Aber trotzdem ist das nicht für eine Marke, die das Wort Volk, Public Car Company im Namen trägt, ist nicht ein solcher Marktanteil. Wir sind ungefähr die Hälfte von Hyundai, sag ich nur mal. Ja, wir sind dort kein Volumenwettbewerber. Wobei unsere Premium-Marken sehr erfolgreich sind. Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini sind minus dort sehr erfolgreich. Minus 30% im ersten Jahr. Die sind rein versorgungsbedingt, die 30%. Wir haben ein sehr gutes Auftragsbuch und das wird sich jetzt sehr schnell wandeln. Was heißt versorgungsbedingt? Minus 30% weniger verkaufte Autos auch bei Porsche? Weil wir zu wenig Halbleiter hatten im ersten Quartal, dennoch ein Rekorderlebnis abgeliefert haben. Da bin ich sehr gelassen. Mit welchem Ziel gehen Sie das an? Die 4%, auch wenn Sie sagen, nicht traurig, aber das kann ja nicht die Ambition sein. Nee, wir wollen langfristig 10% in Summe, ne, zwischen den Premium-Marken und der Marke Volkswagen im Wesentlichen, weil wir glauben, dass wir mit 10% sind wir Volumenspieler. Da hat man auch die Economies of Scale, dann ist man auch sustainable, man kann das Geschäft langfristig betreiben und das ist auch die Größenordnung, die unsere guten japanischen Wettbewerber bringen. Was ist bislang da schiefgelaufen? Bevor man ein solches Ziel ja verfolgt, muss man ja gucken, was ist in der Vergangenheit, die sich ja über viele Vorstandsvorsitzende hinzieht. Mein Gott, da muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir auch das Kriterium, weil es geht ja weit zurück. Eigentlich nach der Phase des Käfers und des ursprünglichen Busses ging da nicht mehr viel. Ne? Das war also diese Lokalisierung des Rabbit damals, also des Golf, das ging ziemlich schief mit dem Westmoorland. Man hat dann das Werk verkauft. Man hat dann verschiedene Versuche gemacht, mit amerikanisierten Produkten, einem amerikanischen Passat dort zu realisieren. Ich mag diese Beurteilung, das hat alles nicht funktioniert. Wir haben dann 2015 eine neue US-Strategie gemacht und gesagt, also SUVs aus dem Baukasten raus, haben unsere Fertigungen neu strukturiert dort, ein neues Team eingesetzt mit einer neuen Marketing. Und wir waren in einer schwierigen Situation, weil wir in den USA auch 40% Diesel verkauft hatten. Aber wir haben dann jetzt die richtigen Autos dort und SUVs in allen Größen. Im Prinzip, wir haben den Golf dort in der lokalen Produktion ersetzt durch einen kleinen SUV unterhalb des Tiguans. Der Tiguan in der langen Version wird dort verkauft und dann ein Modell, das heißt Atlas, ein großer SUV, ein Siebensitzer. Das sind unsere Hauptprodukte, die funktionieren sehr gut und haben gute Margen. Von
Amerika ist man ja schnell bei Tesla. Wenn ich mir den Börsenkurs angucke, dies und hat etwas gelitten auch. Ne? Tja, eigentlich auch eine traurige Geschichte, nicht nur für Sie, sondern für die ganze Autoindustrie in Deutschland, findet die ganze Zeit ein Downgrade statt. Nee, da tun Sie, also wir haben uns im Wesentlichen mit dem DAX entwickelt, nicht wie New Auto, eben der amerikanische Wettbewerber. Die Autoindustrie hat ein unglaubliches Potenzial. Wir werden bis in die 30er hinein, wird sich der Umsatz der Automobilindustrie mindestens verdoppeln, eher verdreifachen. Das Auto wird dadurch, dass es elektrisch fährt, über einen längeren Zeitraum. Das sind 10 Jahre. Ja, genau. Das sind 5 Jahre. Ja. Das sind 2 Jahre. Ja. Das ist 1 Jahr. Ja. Ich bitte Sie, Ihre Investoren. Also, ja, aber ein Jahr ist jetzt erstmal. Ein Jahr ist gut, aber wir sind jetzt von 10, das sind alle Indikatoren. Ja, aber jetzt müssen Sie auch mal schauen, was da dazwischen passiert ist. Ne? Da war Diesel, da haben wir eine weltweite Rezession. Ja, aber kein Rezession Wertzuwachs gehabt. in diesem Zeitraum ist doch schon. Wir schalten mal um zum Wettbewerber. 10 Jahre. Ist aber auch der einzige. 5 Jahre. Ja, und jetzt schauen Sie mal beim Wettbewerber auf das letzte halbe Jahr. Ja. Ja, dann merken Sie, dass da auch viel Wert verloren ging. Da ist auch Wert verloren. Ja, trotzdem, genau. Tesla geht muss übrigens man doch für sagen, alle Startups, ne, im Wesentlichen. Der Technologiesektor ist auch sozusagen downgegradet worden. Absolut. Trotzdem, was ist, die Investoren kaufen ihre Geschichte im Moment so nicht. Die Geschichte, hier ist ein Angreifer, der wird Tesla in den Schatten stellen, hier ist ein Angreifer, der wird bald elektrisch reüssieren können. Ja, aber die. Warum kaufen die das nicht? Weil wir natürlich Proofpoints liefern müssen. Ne? Wir müssen zeigen, dass wir den Abstand zu Tesla verkleinern, dass wir technisch auf Augenhöhe sind, dass die Autos die Tests gewinnen und da sind wir gut unterwegs. Sehen Sie wirklich eine Aufholbewegung? Ja, ich bin zuversichtlich für das zweite Halbjahr. Lassen Sie die Zahlen mal. Ja. Tesla verkauft derzeit pro Jahr deutlich über 1 Million. Ja. Oder? Ja. Und Sie sind bei 600.000. Ja, wir wollen in diesem Jahr zwischen 700.000 und 800.000. 700.000 und 800.000. Und Tesla geht aber in Richtung 1,3. Ja, natürlich. Aber Sie dürfen nicht die Momentaufnahme machen. Sie müssen sagen, was ist im Plan? Wie viele Werke laufen hoch? Haben wir ausreichende Modelle? Wir haben eine große Vertriebsmaschine, die ist vorbereitet. Wir haben funktionierende Marken, die sind vorbereitet. In dem Maße, wie wir das jetzt auffüllen mit guten Elektrofahrzeugen, kann es bei uns auch schnell gehen. Wir sind am Kanzleramt vorbeigefahren, ist die deutsche Politik mit Blick auf Brüssel und auf Vorgaben hilfreich im Sinne einer Technologiepeitsche? Oder würden Sie sagen, das ist Bürokratie pur mit der Taxonomie und all diesen Worten und hindert uns? Nee, ich glaube, dass wir in Europa jetzt gute Entscheidungen getroffen haben. Man kann in der Welt nur erfolgreich sein mit einem starken Heimatmarkt in Deutschland, in Europa. Die Elektrifizierungsquoten sind jetzt hoch in Deutschland. Wir haben lange Wartezeiten. Die Kunden wollen Elektroautos. Die Ladeinfrastruktur fährt hoch. Wir investieren jetzt in die Batteriezellfabriken. Also ich glaube, bei der Politik müssen wir uns nicht beschweren. Es passt, das Szenario. Und da aus dem starken Heimatmarkt Deutschland kann man dann auch weltweit realisieren. Dafür haben wir die Technik, wir sind eine starke Industrie, wir sind weltweit aufgestellt und da würde ich mich jetzt nicht beschweren. Auch dieses 2035 den Verbrenner. Neuwagen. Da gab es ja jetzt nochmal eine Diskussion, aber das ist, ich glaube, man hat jetzt akzeptiert, dass das Leben der Verbrenner endlich sein wird und dass die Zukunft elektrisch ist. Aber Sie wollen sich auch ein Enddatum ja für sich nicht festlegen. Ja, aber nur für, also einzelne Marken haben sich festgelegt, Audi macht ab 26 schon keine neuen Entwicklungen mehr von Verbrennern. Und wir, der Volkswagen wird in Europa sicher auch aussteigen, spätestens bis 35. Aber wir haben natürlich ein weltweites Geschäft. Und so wie Sie sagten, ist dieser Umstieg in die Elektromobilität ja immer auch eine Entscheidung der Gesellschaft. Was will die Gesellschaft? Weil Elektromobilität erfordert, dass man grünen Strom hat. Man braucht CO2-freien Strom, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Das ist kontraproduktiv. Genau, und man braucht ein Ladenetzwerk. Also man braucht wirklich die Infrastruktur dafür. Und deswegen sind wir Meinung, diese Entscheidung kann nicht von einem einzelnen Hersteller erfolgen, sondern muss von der Gesellschaft erfolgen. Wir wollen Elektromobilität. In Deutschland und Europa ist die Entscheidung getroffen. Und in China auch.
Wir sind vom Schiff gekommen und sind jetzt wie von Zauberhand bei unserem Festlandstudio angekommen. Ja, Professor. Du willst ja nicht mehr einen Meter fahren. Du kannst auch noch. Natürlich. Wir beenden dieses Gespräch und jetzt fahre ich mit Ihnen noch einen Meter einmal um die Ecke. Ja, bin ich schon. Meine Arbeit ist getan. Und ich bedanke mich für das Gespräch und fahre jetzt.